So, hallo und herzlich willkommen zurück in YouTubingen. Schon eine Weile her, dass ich wieder gespielt habe, wer jetzt gedacht. Haben da immer die ersten Folgen rausgehauen. War jetzt eine Weile beschäftigt. Moment, erstmal mache ich die Zeit ein bisschen langsamer. Weiß halt gar nicht, was los ist, wo wir stehen geblieben sind. Was wollten wir denn bauen? Wollten wir expandieren? Genau, hier hatten wir noch einen Herbalist, der an seine Grenzen stößt. Wir könnten unsere Gesundheit noch ein bisschen erhöhen. Brauche ich schon ein kleines Hospital? Habe ich schon. Ein Hospital. Letztes Mal war noch der Trader war noch hier, dieser Händler. Schon noch vorbeigekommen, das weiß ich noch. So ein Merchant. Welche Jahreszeit haben wir denn? Wir haben Spring. Einen Moment. Warum arbeiten die da nicht? Lass mal kurz meine Farmer. So, dass die auch mal die Felder bestellen. So, dann habe ich noch drei Bilder, ein paar Farmer. Ich glaube, die holen noch ein paar Sachen hier. Kann das sein? Nö, hier schon alles geholt. Und jetzt klingelt das Telefon. Ich gehe aber nicht dran. Das ist mir egal. Ach, hier unten holen die noch einen Haufen Zeug. Stimmt. Genau. Wollte ich hier schon mal eine Weile laufen lassen. Glaubt, dass die hier Steine und Zeug holen. Ich habe ja ziemlich viel inzwischen. Lagerplatz haben wir noch. Sieht hier aus. Okay, 19% voll. Ein bisschen Fisch. Ah, okay, wir haben einige Studenten gerade bekommen, sehe ich. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Zeug. Ein Haufen Fleisch. Ja, mein Futter ist inzwischen ziemlich hoch. Wenn man so viel Fleisch hat, dann, ja, da kann man schon was mit anfangen. Aber ich glaube, ich auch Leder ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Tools und ein bisschen Kleidung. Sehen wir auch hier. So, Iron haben wir auch noch einiges, Steine haben wir gerade viel und Holz auch, Feuerholz haben wir auch. Mein Woodcutter hat gerade wieder, ich glaube, an die Grenze gestoßen, so wie es aussieht. Wir haben nur 200 Limit. Also vielleicht machen wir das ein bisschen höher. Machen wir 250. Okay, er macht nichts. Okay, jetzt macht er was. So, mein Herbalist arbeitet auch wieder was. Forest Lodger, was machen die gerade? Die machen Cut und Plant. Meine Hunting Cabin schafft auch gut. Und die Gatherer's Hut bringt auch ein bisschen was zusammen. So. Die Taverne macht gerade nichts. Aber die hat einen Haufen Beeren. Okay, ja, wir machen Ale aus Berries. Also ein bisschen Schnaps aus Beeren. Dann haben wir noch einen Blacksmith, der auch an seine Grenzen gestoßen ist. Da können wir theoretisch jetzt den Blacksmith wieder abziehen. So, dann ziehen wir mal ab. Dann haben wir wieder ein bisschen Arbeiter. Hier, das Zeug wächst ziemlich schnell. Haben wir Bohnen, hier haben wir ja Kartoffeln. Kartoffel! Du bist Deutscher, du bist Kartoffel! So, die holen fleißig Sachen hier. So, ich glaube, ich wollte expandieren, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Hier haben wir noch ein bisschen Platz im Haus. Die anderen Buden sind voll. Ja, hier haben sie ein paar Kinder geworfen. Ja, geworfen. Wisst ihr was? Ich könnte mal hier ein paar Dirt Roads reinbauen. Ja, machen wir mal so ein Dirt Road. Machen wir hier noch ein Dirt Road. Hier noch ein bisschen Dirty Road. Dirty Bitch. So, dann können wir hier noch ein bisschen, können wir hier auch noch drüber ziehen. Das geht auch noch. Dann ziehen wir auch noch hier hoch zum Händler. Oh, ich bin gerade ziemlich leise, Entschuldigung, muss lauter sprechen, muss mich dran gewöhnen. Gestern ein neues Aufnahmetool ausprobiert, bisschen Battlefield gespielt. Action heißt dieses Aufnahmetool. Habe ich mal ein bisschen angeguckt, was das alles kann, und dachte mir, okay, will ich mal ausprobieren. Sieht nicht schlecht aus.
So, kann ich hier, dann mache ich das. Lass ich mir, ja, das lasse ich auch schon mal so. Aber hier kann ich noch ein Road, das ist vielleicht wichtig, dass ich hier ein Road reinbaue. Weil die da einen ziemlich langen Weg haben. Und kann ich hier irgendwie rüber? Oh fuck, soll ich das nicht machen? Nein. Nein, danke. Aber ich glaube, einen Tunnel kann ich da auch nicht hinbauen. Ne. Zu wenig Hügel. Hier könnte ich zum Beispiel einen Tunnel durchbauen. Yep. Hier nicht. Aber hier vielleicht? Ja, da auch. Yep. Es kam ein neues Battlefield-Update raus. Ein großes Update, was sie in der CTE schon lange getestet haben. Der ist jetzt rausgekommen vor ein paar Tagen und... Ja! Gute neue Einstellungsmöglichkeiten. Finde ich sehr, sehr gut. Man kann jetzt denn sein RDS, also Red Dot Sight, sein Rotpunktvisier kann man umändern, sein Fadenkreuz, die Größe, die Farbe, Hitmarkerfarben kann man einstellen beim Headshot, bei einem Killshot. Haben sie ziemlich cool gemacht, neue Einstellungsmöglichkeiten, das gefällt mir. Und die haben allgemein Netcode und alles haben sie wieder abgedatet. Aber wie gesagt, das liegt nicht am Netcode, dass das Spiel scheiße läuft. Das liegt einfach daran, dass zu viel Internetverkehr, zu viel los ist auf den Servern. Ich habe hier schon, wo ich das aufgenommen habe, bin ich auf den Server gegangen. Aber nach 2 Minuten hatte ich 14:0. Einwandfrei funktioniert. Klasse Spiel. Kein Problem bei gar nichts, hat alles super geklappt. Und am Ende hatte ich dann Starts von, keine Ahnung, 30 zu 5 oder sowas. Und da ist es deutlich gemerkt, dass das Spiel perfekt gelaufen ist, super Treffererkennung, aber da war halt der Server noch nicht sehr voll. Und dann habe ich später aber auch noch, also da habe ich weitergespielt und dann hat sich der Server natürlich gefüllt, da waren 64 Leute drauf und dann ist es deutlich gemerkt, ich habe wieder im Nahkampf 3 Kugeln dem Feind in die Brust geschossen, bevor er überhaupt zurückgeschossen hat. Und ich habe jedes Mal den Kampf noch verloren. Also da hat es wieder rumgeschwackt, da habe ich wieder fast schon Ausrascher gekriegt. Also wie gesagt, es liegt nicht daran. Bei anderen Spielen hat man genau das gleiche Problem. Also es liegt nicht am Netcode. Beziehungsweise müssten dann alle Spiele einen schlechten Netcode haben. Und da müsste es ja theoretisch immer schlecht laufen. Aber wie gesagt, es läuft ja mal gut, mal weniger gut, je nachdem wie viel Verkehr auf dem Server ist, wie viele Russen da sind, weil das ist das Problem, dann kommen irgendwelche Russen drauf oder sonst irgendwelche, was weiß ich wo die herkommen, oder Australien, China oder was weiß ich wo. Und die haben natürlich alle einen scheiß Ping, auch wenn man es nicht direkt sieht, aber das reicht doch deutlich raus. Weil wenn man jetzt zum Beispiel auf einer LAN spielt, bei den Events spielen sie ja immer über LAN, da merkt man deutlich, dass es immer gut läuft, auch wenn viele Leute drauf sind. Aber es liegt einfach daran, dass dann über LAN, da hast du keine große Verzögerung und alles mögliche, was dann mit rein spielt. Und sowieso, wenn so viele Leute auf dem Server sind, der Server muss das ja alles verarbeiten, ist klar, dass dann der Server langsamer wird. Dass er das alles nicht alles direkt dann auf jedem Computer aktualisieren kann. Muss er erst die Daten verarbeiten, die eingehenden Daten von jedem, was jeder macht. Muss sie dann auch wieder rausschicken, die ganzen Sachen, was alles gemacht wird, was dann alles auf dem Server passiert und die Daten zurück. Und jede Sekunde das 30 mal abzudaten bei 64 Leuten, sämtlichen Explosionen und alle ballern rum, das ist dann ziemlich anstrengend für so einen Server. Da sind unsere Server vielleicht auch nicht stark genug. Ja, wie gesagt, zum Beispiel bei Call of Duty hatte ich früher auch das Problem, als ich das noch gespielt habe, da hast du mal Runden gehabt, da konntest du einwandfrei spielen. Und dann hast du genau das gleiche Problem wie bei Battlefield andererseits. Dann spielst du mal wieder eine Runde und dann triffst du auf einmal nichts und bist sofort tot nach einem One-Shot. Also das hat damit mit dem Netcode nichts zu tun. Einzig und allein ein Internetproblem. So, haben die jetzt ein bisschen Zeug gesammelt. Wir haben einigermaßen viele Steine, Holz und alles. Okay. Wir haben Winter. Nein, noch nicht ganz. Wir haben Late Autumn. Bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich laber gerne ein bisschen. Hier haben wir auch die Grenze erreicht. Dann können wir unseren Tailor abziehen. Brauchen wir erstmal nicht. Wir haben 50 Kleidung und ja, ein bisschen weniger Werkzeug haben wir. Minus 1 Grad, bla bla und so weiter und so fort. Wir könnten... Hier wollte ich doch eine... ein Bergwerk hinpflanzen.
Eine Mine. Wenn wir noch Platz dazu haben. Oh oh. Oh oh. Tu mir das nicht an. Sag jetzt nicht, dass ich das jetzt nicht mehr hier hinbauen kann, weil ich das Haus 1 zu weit vorgesetzt habe, oder? Man. Sag mal. Nein. Das wollte ich jetzt nicht laut sagen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Wie sieht es hier aus? Können wir das hier hinsetzen, das Ding? Ja, das müsste gehen. So nicht, aber so. Dann pflanze ich einfach mal so ein Bergwerk hier ran. Und noch ein Builder. Ein Builder. So, jetzt könnt ihr mit euren Bulldozern herfahren. Dann haben wir nämlich auch mal ein bisschen Kohle. Dann können wir mit Kohle heizen, dann brauchen wir nicht unser ganzes Holz verbrennen. Und wir können auch Stahltools machen, Steel Tools. Die heben ein bisschen länger, sind besser. Ich glaube, die können dann effektiver arbeiten. Jau. Huch. Ach ja, ich habe ja eben gesagt, ich habe ein neues Aufnahmetool. Action heißt das. Habe ich ausprobiert, das ist ganz cool von den Einstellungsmöglichkeiten. Man kann ziemlich viel einstellen. Etwa so wie bei Dextory. Bei Dextory kann man vielleicht noch ein bisschen mehr einnehmen. Dextory nehme ich nicht so gerne auf, weil da kommt es öfter mal zu Problemen. Nicht nur bei mir, auch bei anderen Leuten. Kann sein, dass dann die Aufnahme irgendwie abkackt und nicht mehr funktioniert hinterher. Also es wird angezeigt, dass es aufnimmt, aber es funktioniert nicht. Bei mir habe ich öfter mal Probleme da mit der Tonspur gehabt. Wir haben ja noch ein paar Leute übrig, da können wir noch ein paar Gatherer hinzufügen. So. Und dann fahren wir mal die Produktion ein bisschen hoch. Jo, ja, das habe ich jetzt schon ausprobiert bei Battlefield 4 ein bisschen. Hat auch ganz flüssig aufgenommen, also ich habe keine, ja, ich habe keine negativen Effekte jetzt gemerkt bei der Aufnahme, aber das Spiel lief da ja gerade sowieso gut. Oh, ein Merchant ist da, Moment. Was hat der dabei? Cabbage Seeds. Was war denn das? Cabbage, das ist irgendwie so ein Kohl, müsste das sein. So ein Blumenkohl. 2500? Nein! Ich hoffe mal, ich kann das aufbringen. Ich glaub's eher nicht. Oh, oh, ich hoffe, ich kann's aufbringen. Nein, kann ich nicht. Verdammte Scheiße. Aber hier die ganzen Seeds, die können wir alle mal bestellen. Potatoes haben wir schon, Weizen, Walnuss, Plum, Pflaume, Pfeffer, Squash haben wir noch nicht, Pumpkin. Dann können wir mal ein bisschen Bäume anpflanzen und alles. Oh man, das Ding kostet so viel. Diese Samen sind natürlich sackteuer. Fuck it. Scheiße. Bisschen Zeug reinhauen. Bisschen. Ah, die Tools sind halt so krass. Ich brauche Stahltools. Mit denen kann man, glaube ich, am besten bezahlen, weil die haben. Was haben die? Einen Wert von 10 oder sowas? Haben wir noch ein paar Tools rein, dann mache ich auch meinen Blacksmith wieder an. Ach scheiße, ich weiß nicht, wie lange der braucht. Ich glaube, das reicht jetzt nicht, wenn ich da einen Haufen Zeug reinhaue. Ich brauche 2500. Iron Tools haben einen Wert von 8. Ich glaube, Stahl Tools haben 10. Der nimmt eben auch nicht alles an, das ist das Problem. Weil ich habe ja hier noch einen Haufen anderes Zeug drin, aber das will der nicht haben. Iron habe ich jetzt auch nicht so viel, das brauche ich auch noch, wenn ich ein paar große Gebäude baue. Scheiße. So, Fleisch habe ich gerade ziemlich viel und es hat, glaube ich, auch einiges an Wert. Der will das jetzt zwar nicht, aber vielleicht will es der nächste Händler. Ja, komm, scheiße. Ja, dann. Dismissen wir ihn eben, schicken wir ihn weg, da kommt bald wieder, ich denke mal an in ein, zwei Tagen oder so, das dauert nicht so lange, müsste wieder da sein. So ja, und das Aufnahmetool Action, genau.
Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt kaum irgendwelche negativen Effekte gespürt beim Spielen. Also ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass ich aufgenommen habe. Da hauen wir